Hey Leute, ich spiele gerade auf einem anderen Server. Der hat kein Passwort drin und der hat mich auch mittlerweile gesehen, dass ich sein Holz verlade. Bin auch in seiner Company, also er bekommt schönes Geld. Und er hat mich bis jetzt nicht rausgeschmissen. Ja, jetzt habe ich natürlich durch das Gelaber hier natürlich wieder ordentlich reingeschissen. Also ich muss jetzt gerade zwei Lokomotiven synchron bedienen, weil die will ein paar PS mehr. Weil ich komme zwar hoch, aber wenn ich einmal ein bisschen Schwung verliere, weil irgendwas derailt, dann ist es teilweise sehr schwierig wieder anzufahren. So habe ich mir jetzt praktisch die Bessie aus dem Bahnhof geholt von ihm und benutze hier meinen selber gekauften Zug und seine Wägen. Die hat er hier stehen gehabt im Sägewerk. Mal gucken, ob das gut funktioniert, weil mit der Engine ist es fast besser, wenn man praktisch einen Zug ganz vorne und einen ganz hinten hin macht. Dann hat man diesen Puffer zwischen den Wegen, weil die federn ja hin und her. Und somit sind die halt kraftgeschlossen, die zwei Lokomotiven. Die Bessie hilft gerade nur mit 10%. Wenn wir die jetzt mal hochdrehen, dann wird es wahrscheinlich übel. Jetzt haben wir mal beide auf 100%. Mal gucken, wie wir brettern. Da habe ich ein bisschen vermessen, wie stark der Hang hier ist, weil es sehr, sehr schwierig war, in die Richtung zu kommen, weil ich hier einmal vorne an der Weiche entgleist bin. Oh, das ist nicht so gut, was ich hier gerade mache. Ich bremse einfach mit der vorderen. Müsste schon reichen. Ja, nicht zu schnell über diese Weichenbereiche, über die sogenannten Switches fahren. Da ist immer Derail Party. Aber man ist jetzt auch nicht wirklich viel schneller. Also ich bin eher langsamer. Ja gut, hier hoch wahrscheinlich bin ich tatsächlich schneller oder genauso schnell. Aber wir könnten ja die Wendeanlage noch vom Gang her ein bisschen erhöhen. Bei der vorderen Lok. Nee. Bringt nichts. Ab und zu muss man die Wägenzellen dranhängen, sonst. Weil sie wird jetzt auf 0% gesetzt. Hat ich die Bremse angezogen beim Hochfahren? Das wäre schon sehr markant. Oder ist beim Einsteigen? Ich habe vorhin noch ein bisschen Holz aufgefüllt in der Bessie, dass da mehr Holz drin ist. Oh, das ist zu schnell. Da können wir uns jetzt ausrollen lassen. Wir gehen jetzt gerade zum Holzfäller, zum Logging Plot. Ja. Also ich würde die Schienen nicht so ganz so schlecht verlegen. Aber man gewöhnt sich daran, dass man hier überall etwas langsamer fahren muss. Auch die Weiche hier, die seht ihr gleich. Da die Weiche hier, die ist auch total fragwürdig, aber ich baue ihm das nicht um,
Das ist nicht meine Aufgabe. Ich will ihm seinen Server nicht kaputt machen. Ich bin froh, dass er mich mitspielen lässt. Wir haben schon ganz viele neue Wägen gekauft, also für seinen Zug zumindest. Für den Bretterzug. Da wird er wahrscheinlich auch mega stolz sein, gerade. Also wird so ziemlich sein erster Spielstand sein. Wir laden hier diese großen Holzbalken und das sind eigentlich meine Signale, die ich hingemacht habe. Diese Dinger hier, die sind ja, wenn ich nicht will, gleich wieder abgerissen. Das sind meine Abstandhalter. Dann habe ich jetzt ein bisschen überschritten. Das S steht für Station. Und eigentlich sollte der in der Höhe von dem Wagen sein, aber ihr seht, der Kran ist jetzt ein bisschen zu weit hinten. Ist aber nicht so schlimm. Wir fahren jetzt ein Stück vor, dann zeige ich euch das. Hier, der Wagen muss bei dem S anhalten. Dann passt das mit dem Kran, ja. Also, ich bremse schon mal ein bisschen. Da muss ich nicht immer so blöd nach hinten schauen. Schaut, jetzt bin ich hier. Station. Und wenn ich zum Kran gehe, ist der Kran ganz genau auf der Mitte und kann die dicken Holzstämme aufladen. Jetzt runterwärts, da werden wir die Bessie nicht powern. Also die Bessie, die wird Leerlauf im Leerlauf hängen. Da werden wir hier praktisch die Wendebremse lassen, so wie es ist. Meine Anhänger sind alle auf 1% gebremst. Das ist wirklich sinnvoll, weil wenn ihr vorne am Zug richtig die Bremse reinhaut, ja, und die Anhänger, die knallen dann voll gegen den Zug. Und durch diesen kleinen Trick, ja, habe ich gemerkt, tue ich nicht mehr so oft die Gleise verlassen. Eigentlich gar nicht mehr wirklich. Weil die Anhänger, guck mal, ich gehe jetzt mal von der Bremse runter. Und ihr seht dann gleich, wie die zusammenrutschen, die Anhänger. Ich muss nur mein Station-Signal kurz abchecken. Ihr könnt hinten auf die Wagen schauen. Ich bremse jetzt. Schaut, die haut es alle aufeinander drauf. Und durch das, dass ich 1% wenigstens wegnehme, ja, dadurch ist dieser Aufschlag schon auf jeden Fall geschwächt, weil das Game oder die Engine registriert natürlich eine Bremsung bei den Wegen dann und sagt dann schon, ja, nicht derailen irgendwie, also habe ich das Gefühl. Ich habe mir schon überlegt, ob ich den allerletzten Anhänger auf 3% oder so mache, dass der hinterste Anhänger richtig bremst, ja. Okay, jetzt schaut mal. Jetzt tut sich der Zug richtig schwer. Wir haben volle Pressure, also unser Boiler hat vollen Druck hier und der tut sich jetzt schwerer. Der muss jetzt natürlich die Bessie auch mitziehen. Jetzt können wir schon kurz hier ein bisschen Zug geben, dass wir anfahren können mit der schweren Ladung. So, jetzt haben wir hier ein bisschen mehr Power gehabt, kurz am Anfang. Es geht hier auch leicht nach oben und ab hier geht es dann bergab. Da können wir komplett. Also können wir komplett darauf verzichten, Power reinzusetzen, Energie zu verschwenden. Wir werden da unten bei meinen Slow-Signalen, die habe auch ich hingemacht. Also Signale habe ich schon ein paar platziert. Aber sein Schienennetz habe ich nicht umgebaut. Schauen, wir sind jetzt schon bei 20 mph. Miles per Hour und wir müssen jetzt bremsen. Ich habe hier quasi meine Slow-Signale hier drüben. Hier steht Slow, Slow. Da muss ich runterdrücken, sonst gibt es einen richtig saftigen Derail. Auf keinen Fall 100% bremsen. Auf keinen Fall, Leute. Immer maximal 99%. Sonst machen die Räder zu am Zug und die Anhänger, die knallen dir hinten drauf. Weil die teilweise im Zug natürlich mit Abstand, mit Luft zwischen sich fahren, also die Anhänger und Luft dazwischen, und wenn du bremst, dann knallen die alle zusammen. Und wenn du 100% bremst, dann derailst du meistens auf jeden Fall. So, und jetzt haben wir hier diese Auffahrt, wo ich meine. Jetzt habe ich natürlich die Bremse entzogen, ich tapp. Ja, und wir haben jetzt die Bessie auf 100%, wenn die Anlage passt, alles richtig, ja. Also, erster Gang ist das quasi, wenn die Wendeanlage auf 100% ist. Man kann quasi, wenn man die Maximalgeschwindigkeit erreicht hat, die Wendeanlage langsam reduzieren. Das ist quasi wie eine Gangschaltung für die Leute, die es nicht wissen.
Wenn man hier runter geht, dann wird man schneller, aber erst wenn man die maximale Geschwindigkeit erreicht hat. Das ist wie wenn man den Gang komplett ausfährt beim Auto und dann den Gang schaltet. Wenn man es vorher macht, dann schafft's den Motor nicht. Also man muss den Gang vollständig ausfahren. Wir reduzieren die Power von der Bessie auf null, das reicht. Wir haben richtig Schub. Hier in unserem vorderen Zug ist jetzt natürlich auch so. Wir müssen da jetzt gleich, wenn wir anhalten, das Holz nachfüllen. Aber ich muss jetzt als allererstes mal kurz hier gucken, dass wir keinen Scheiß machen. Wir müssen gucken, ob der Bahnhof frei ist. Der Bahnhof ist frei. Ja, er kommt gerade aber auch. Der Kollege. Also, dann werden wir mal ein bisschen langsam tun. Jetzt kommt auch so ein Mordshuckel. Hier an der Stelle ist es immer jedes Mal, dass man richtig schnaufen muss mit der Lokomotive. Ja, ich habe jetzt auch schon ein bisschen Beutedruck verloren. Er füllt sich aber wieder auf. Wir haben ja ein Feuer. Wasser ist auch voll. Wie sieht es bei der Bessie aus? Bessie hat auch volles Wasser und Hälfte vom Holz. So, wir gehen runter vom Gas, wir regeln ihm die Weiche wieder zurück. Weil wir werden jetzt ganz kurz hier erstmal bremsen. Weil ich will euch natürlich zeigen, wie der andere Zug jetzt gleich hier vorbeifährt noch. Hier ist das einzige Kreuz, da müssen wir aufpassen, da fährt er auch immer durch. Ich muss jetzt hier komplett runterbremsen. Das funktioniert hier fast nicht, also hier bremsen. Da rutscht man meistens weiter vorne raus, aber diesmal war ich wohl rechtzeitig mit Bremsen. Ich lade jetzt ab hier. Bis auf den letzten Wagen. Ich kann gerade nicht einsteigen in den Zug. Jetzt geht's. Okay. Muss gucken, dass ich von der Kreuzung da hinten runterkomme. Jawohl, wir sind in der Ladestation. Also langsam schaffe ich es. Also das Sägewerk war komplett leer. Ich habe schon einige Wägen gebracht. Und langsam schaffe ich es halt, dass hier wieder viel Holz da ist. Wir haben hier 99. Es produziert 13 Bauholz, nur das verstehe ich nicht so ganz, wann was produziert wird. Ich dachte immer beides gleichzeitig, aber das heißt, er muss mal das Holz abtransportieren, dass das Sägewerk weiterhin beides Holz produziert. Ich weiß gar nicht, wo er gerade ist. Er kommt da, ja. Dann gebe ihm jetzt kurz ein Signal, dass ich im Bahnhof bin. Wir ziehen hier kurz an der Peiwe. Er lässt mich vorbei. Dann nehme ich das an. Na, wir wackeln hier ganz schön rum. Dann können wir die Weiche auch rüber geschalten. Da hat er schon gemacht bei uns. Passt. Okay, wir sind hier quasi durch. Aber wir sollten eigentlich Holz auffüllen. Also wir machen das jetzt on the fly. Ich muss hier unten die Luke irgendwie aufkriegen. Das ist unumfahren immer ein bisschen schwierig. Aber ich habe ein bisschen Holz reinbekommen. Passt. Und wir sind wieder unterwegs. Wir beide drücken gerade auf die Weiche. Jetzt ist die Weiche verpackt, oder? Naja, lol.
Okay. Jetzt muss man die wahrscheinlich einmal von Hand schalten. Ich schalte mal hier den Zug auf Lauch ohne Gas. Der wird da voll ins Wetter laufen. Ich gehe jetzt kurz zu der Weiche und check das ab, was da los ist. Okay, von Hand geht's. Wahrscheinlich haben wir zu schnell auf der Karte gemeinsam draufgedrückt. Schnell wieder zurück zum Zug fliegen. Seitdem man in dem Spiel fliegen kann, wird es auch regelrecht genutzt. Oh, wir brauchen auf jeden Fall Power. Wir haben jetzt sehr viel Schwung verloren. Wir wollen ja wieder hier hoch. Fertig auf 18%. Es ist dunkel. Die Lokomotiven haben keine Lichter montiert. Schade, aber ich habe selber ein Licht. Meine Laterne. So. Und Vollgas würde ich sagen. Oh, du welchen Bereich? Da welchen Bereich? 10 km/h geht nochmal schon. Oder mph, 10 mph, Entschuldigung. Wir fahren jetzt auf der linken Spur, das ist natürlich richtig scheiße. Ich konnte jetzt nicht mehr die Weiche schalten, aber das macht nichts aus. Da wir haben ja keinen Gegenverkehr. Wir wissen ja, wer oben ist. Sollte aber normal nicht passieren, also ihr solltet schon auf der rechten Spur fahren. Nicht, dass irgendwie einer in den Gegenverkehr reinbrettert. Jetzt geht's ja wieder. Schaut, die Weiche. So, als erstes tun wir immer zuerst die Bessie. Bei der Bessie wieder ein bisschen was vom Saft weg. Und dann kann man nämlich ganz gut bremsen mit der vorderen Lok. Wie heißen die eigentlich? Brotter. Die hat auch ein furchtbares Geräusch, wenn die hört sich scheiße an. Die Brotter. Aber die funktioniert ganz gut. Die Harry Brotter. Bremst man hier runter. So, jetzt müssen wir erstmal ganz kurz nach den Systemen schauen. Ja? Also, jetzt parken wir im ersten Punkt hier an. So, und jetzt gucken wir mal kurz. Luke auf. 87%. Habe ich getroffen mit dem Holz, ja. Mach zu. Die Bessie. Prota Bessie. 12%. Passt. Jetzt fahren wir in den Ladebereich. Ich habe in meinem Spielstand auch ganz viele neue Strecken gebaut und Wägen gekauft und gegrindet, damit es was Neues zum Sehen gibt auch. Nur habe ich jetzt gerade, also gut schon eine Weile her jetzt, aber gesehen, dass da Server online sind und habe alle durchgeklickt, ob irgendwer ein Passwort hat und ob ich den ärgern kann oder ob ich mitspielen kann. Und ich konnte mitspielen, wie es aussieht. Kann man die Laterne wieder wegtun, ist ja Tag. So, jetzt sind wir halt falsch rum im Bahnhof. Jetzt nützen uns unsere Signale. Für Station natürlich nichts, gell. Ich habe ja Übung, also mit dem in den Bahnhof reinfahren und laden, auch ohne die Signale, ohne die Station-Schilder. Aber trotzdem ist natürlich schon angenehm, wenn man dann immer so nach hinten gucken muss und schielen muss, wenn man hier quasi am Beladen ist.
Ja, mit den kleinen Lokomotiven, da kann man mal ganz kurz auf 100 hochdrehen, um mal anzufahren. Das sollte man mit den großen Kraftmaschinen nicht mehr machen. Die zerreißen dann alles. Also, das ist halt die Gewohnheit manchmal. Dann zieht man voll durch und auf einmal rammt man seine Wägen weg. Also, da müsst ihr wirklich aufpassen, wenn ihr eine größere Maschine habt. Können wir ja mal ganz kurz durchschauen. Ich kann euch zeigen, welche ich in meinem Spiel schon gekauft habe. Und zwar haben wir in meinem Spielstand jetzt diese Wägen für Kohle und Eisen. Ich wollte eigentlich diese Wägen, aber die gehen erst ab Stufe 7 und ich bin jetzt erst Stufe 6. Das sind natürlich richtig geile Karts. Und dann können wir kurz schauen, welche Lokomotive ich jetzt habe im Spielstand. Wir haben ja die Montezuma und wir haben jetzt diese Lokomotive noch. Die hat natürlich viel mehr Zugkraft. Die wäre natürlich auch geil gewesen, ja. Aber ich wollte unbedingt halt von der Optik her eine solche Lokomotive. Und die sieht schon sehr industriell aus, keine Ahnung. Und natürlich, jetzt können wir mal nach hinten gehen, gell, zur Killermaschine. Das ist natürlich der Traum von jedem. Das ist halt eine Killermaschine, hey. So, mal gucken, wie weit wir sind hier. Im Laden sind wir fertig. Los, Bessie, helf anfahren. So, und jetzt kann man das mal anschauen, wie es aussieht. Ja, jetzt kommen wir natürlich hier auf der Seite. Wir müssen hier rechts rum. Er steht noch am Laden. Also, er hat jetzt auch richtig Arbeit mit Laden. Der hat wahrscheinlich auch gerade noch Wasser getankt und Brennholz wird auch weniger. Wir haben jetzt gerade gar keine Brennholzwegen. Wenn er welche hätte, würde ich Brennholz holen. Aber ihr seht, hier gibt es keine Wegen mehr. Er hat auch eine interessante Spielweise. Ähnlich wie in echt gehandhabt wurde. Quasi, er fährt hier immer rein in den Bahnhof auf der Spur, lädt hier in dem Frachtdepot aus und fährt hier und hängt die Wägen aus und dreht hier schon eine Wende, ist ein Wendekreis. Ich weiß nicht, warum der nicht angezeigt wird. Da fährt er drauf, dreht seinen Zug um und fährt dann über die Weiche wieder hier rum raus und fährt dann wieder rückwärts an die Wägen ran. Also er dreht nur seine Lokomotive quasi damit. Das kostet natürlich ewig viel Zeit. Aber wenn er so spielen möchte, weißt, da will er ja gar nichts machen. Nicht, dass ich will ihm ja nicht hier seinen Spielstand umbauen und da unten Wände schleifen oder irgendwas hinbauen. Haben wir wieder meine zwei Slow-Schilder, die erinnern uns dran, dass hier die Weichen kommen. Da versuchen wir runterzukommen auf 10 wieder. Haben wir geschafft. Und dann geht es wieder leicht den Hang hoch. Ja. Da müssen wir jetzt gleich wieder. Richtig hochregeln. Laterne können wir schon wieder einschalten. Weil sie hat kurz geholfen, Geschwindigkeit wieder aufzubauen. Wenn ich halt jetzt nochmal vier Wägen mehr hätte, dann wäre ich richtig effizient. Und dann würde es sich die Bessie auch lohnen, quasi mit 100% mitfahren zu lassen. Muss man halt dann Micromanagement machen. Da muss man dann halt schnell sein. Hin und her, hin und her. Mit zwei Chocolocos fahren wir hier rum. Wenn wir kein Holz mehr in der Bessie, ich habe jetzt ja aufgefüllt, aber wir könnten auch von hier noch ein bisschen Holz verwenden für die Bessie. Das wäre jetzt nicht das Problem. Gucken, ob beim Gelaber ich nicht schon wieder die Weichen falsch gestellt habe. Ne, das sieht gut aus. Aber wir müssen hier nochmal Gas geben. Hier geht es nochmal so komisch den Berg hoch.
Jawohl, ich habe ihm signalisiert, dass er weiß, dass ich komme. Er hat mich gehört und hat auch signalisiert, dass ich weiß, dass er im Bahnhof steht. Ich weiß es natürlich über die Karte, aber es ist ja ganz cool, wenn man so spielt. Er macht Stoppschilder hin. Er macht Stoppschilder hin, er ist ja lässig. Oh, ich habe 100% gebremst. Nicht derailen, nicht derailen. Nicht derailen, nicht derailen. Ja, das war jetzt immer zu schnell. Jetzt muss ich mal kurz bremsen mit allen Maschinen, aber Vollgas. Volle Hebel. Oh, das wird richtig schwierig, der Kollege lädt schon ab. Er fährt jetzt hier schön vorbei. Junge, Junge, das wird knapp. Ach, geschafft. Sehr gut. Was hat er hingeschaut? Stopp hat er hingemacht. Stopp. Ist natürlich das falsche Signal. Das weiß er halt nicht. Ich mache jetzt ihm die richtigen Signale hin. Ich mache ihm die richtigen hin. Kann ich nicht einfach Stopp hinmachen? Du kannst ja nicht, als Zug kannst du nicht praktisch einfach stoppen. Das geht nicht. Stopp heißt halt, wenn du im Bahnhofbereich bist und dann die Geschwindigkeit langsam runter geht und dann halt Stopp kommt. Das geht schon. Aber dann müsst ihr erst Low-Signale halt auch hinmachen und so, weißt du, bevor das Stopp kommt. So, jetzt laden wir mal kurz ab. Kriegt es nicht voll, er hat einen viel zu großen Zug. Er kann viel zu viele Bretter mitnehmen, das ist brutal. Das ist brutal unfair, das schaffe ich nicht. Aber wir können jetzt ganz schnell für ihn hier die richtigen Signale aufstellen. Licht aus. Okay, Signale und dann müssen wir eigentlich nur die Cross oder so, wie es heißt, Moment. Guck mal, da kann man quasi Crossing. 500 Railroad Crossing. Ich weiß nicht, ob das richtig ist. Was das bedeutet, weiß ich auch nicht, Leute. Auf jeden Fall können wir die Crossing-Signale hinmachen. Die hier. Crossing, look out for the Chaos. Ne, das ist nicht richtig. Aber ich glaube, das Crossing-Signal ist schon ganz okay, wenn man hier diese Schilder hinmacht, auch wenn da jetzt Cars dran steht, also für Autos. Dass man dann halt diese Railway-Crossing-Signale benutzt. Mit dem Abstand ein bisschen. Dass man eine Meterzahl halt ein bisschen dran stehen hat. Ist jetzt auch nicht so wichtig, dass die Meterzahl genau stimmt oder so.
A Station. Wie, das war nix. Das war nix. Da ist das Falsche ausgewählt. Schau, das Falsche, hä? Was mache ich denn jetzt hier? Crossing 2000 Feet. Machen wir das hier. Also Stopp ist ja jetzt nicht richtig, die mache ich weg. Und ich mache lieber Slow-Schilder hin für ihn. Weil man soll da halt einfach slow fahren, dass da nichts passiert. Das heißt, falsch gemacht. Menschenskinder, ey. So, und jetzt machen wir nur die einen Crosses hin. Crossing, das hier. Nicht richtig mit den Cars, ja. Nicht jetzt falsch verstehen. Das, was ich hier mache, ist auch nicht richtig, aber das sieht halt einfach schon geil aus, einfach, wenn man das so macht. Jetzt hier nochmal slow. Ist nämlich, slow ist natürlich jetzt ein bisschen zu weit vorne. Machen wir das hier hin. Hier, so. Slow. Geil. Ja, Leute, ich chill hier noch ein bisschen auf dem Server bei dem Kollegen, aber damit endet diese Folge hier auf jeden Fall. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und einen schönen Sonntag wahrscheinlich. Kommt es wahrscheinlich wieder sonntags raus. Ist eine Sonderfolge, ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall, jetzt habt ihr sie angeschaut. Da ist die schon rausgekommen. Ich wünsche euch einen schönen Tag noch. Ciao. Ja, bei einer kurzen Situation noch kurz rausgeschnitten. Und zwar, ich bin jetzt hier links gefahren, weil die Weiche eingestellt haben, musste dann zurück. Und jetzt kommt halt dieser krasse Hang. Und jetzt musste ich quasi die Bessie hochheizen. Weil, also, das sind ja beides quasi die gleiche Lokomotive, sonst beides die Harry Potter. Und nur die ist halt die größere Version mit mehr Holz. Und jetzt muss ich gucken, ob ich es mit beiden schaffe, da hochzukommen. Und es sieht auch schon schlecht aus. Wir haben eigentlich Pressure in beiden Lokomokos. Die schaffen es aber nicht. Das heißt, wir müssen uns jetzt nochmal zurückfallen lassen. Weil man sieht da, die Steigung ist echt heftig. Wenn man hier gerade schaut, das sieht man richtig in Hang. Und jetzt müssen wir gucken, dass wir hier an eine Stelle zurückkommen, wo wir Schwung bekommen. Drücken wir schon irgendwie hin. Aber das hat natürlich jetzt schon auch viel Geld wieder hergemacht. Es kann auch sein, dass wir das jetzt dann einfach so rummachen, dass wir... unten rumfahren, auch wenn es nicht die richtige Richtung vom Bahnhof ist. Also, Kollege ist gerade nicht im Bahnhof, hab schon geschaut. Der ist in der Rückfahrt, da können wir uns das leisten. Da haben wir Zeit, kurz hier zu rangieren.
tun sich jetzt schon schwer, gell? Brutal. Helfen wir mal mit der Bessie. Ja, sind wir durch. Also, das ist das, weswegen ich eigentlich die Bessie dabei hatte, aber das reicht nicht aus. Also, für den Hang mit der komplette Zug vollgeladen ist. Ja, ich mache nochmal eine kurze Aufnahme hier in dem Video. Hier wird gerade Wasser nachgefüllt. Da muss man aufpassen, dass man da nicht komplett leer läuft. Die haben wir schon voll, die machen wir zu. Praktisch, da muss man aufpassen. Das ist jetzt das Reservewasser. Das Wasser hier, das ist gerade in Gebrauch und der Tank, das ist die Reserve. Die ist normalerweise im Tender, aber diese kleine Lokomotive, die haben ja keinen Tender. Jetzt können wir hier auch zumachen. Und dann müssen wir hoch und das Wasser wieder zudrehen. Hoppla, die Leitern sind ziemlich schnell. Da geht es hoch wie Rakete. Da könnt ihr dann hier das Ventil zudrehen. So, und dann habt ihr das Wasser aufgefüllt. Sand haben wir hier keinen. Und das Holz ist jetzt auch aus. Ich habe jetzt die letzten paar Balken, Bretter vom Brennstoff hier geholt und in meine Bessie geladen. Hier auf der Seite rein und hier hinten habe ich noch ein paar hingestapelt. Jetzt wird es dann echt eng, also er muss sich echt überlegen, ob er Brennholz wegen kauft. Aber in dem Spiel, also Railroads Online, da kann man nicht chatten, da kann man nicht Voice reden, da kann man gar nichts. Da gibt es auch keine Admin-Permissions, dass man quasi jemand kickt von dem Server, wenn man den nicht haben will, weil der Scheiße baut. Da muss man den Server zumachen, also ja. Name geht doch noch länger. Ich habe hier ein bisschen umgebaut, also ich konnte mit ihm kommunizieren. Er hat quasi einen neuen Zug gekauft. Wir haben ihn länger gemacht. Und ich habe, Entschuldigung, hier umgebaut, weil der lange Zug hier nirgendwo durchpasst. Quasi so wie es ist. Und deswegen habe ich quasi, ich habe jetzt echt ewig rumtüftelt. Aber es geht halt nicht anders, weil ich habe doppelspurig gebaut für ihn. Er hat es selber versucht, ich habe es für ihn gemacht, dass es gescheit aussieht. Und habe dann hier nochmal Crossways bauen müssen, weil man kommt hier sonst halt nicht durch. Und dann habe ich hier überall diese. Ich will hier noch einen Lokschuppen, so ein Dreh mit Drehscheibe machen, aber irgendwie funktioniert das gerade nicht. Das buggt ein bisschen rum. Deswegen habe ich das nochmal abgebrochen und jetzt teste ich gerade die neue Strecke. Mit der neuen PS-Maschine. Richtig geil. Ihr verliert gerade halt Druck, das ist das Problem. Weil ich habe jetzt ewig rumbaut. Wir haben kaum noch Temperatur. Ah, das macht den Scheinwerfer gerade an und aus. So. Jetzt bekomme ich Holz rein. Sehr gut. So. Wir haben schon noch Druck, also leer kommen wir hier auf jeden Fall rüber. Steigung ist 2,5 Grad, dass man hier eine Brücke bauen kann. Also man kann sehr abfahren, wie es aussieht. Wir können halt nicht miteinander schreiben. Ich halte Railroads Online und Railroads Online hat nicht die Möglichkeit, dass du chattest oder schreibst, weil die einfach das American Railroads genommen haben und Multiplayer reinbaut haben, das Spiel nochmal verkauft haben und einfach keine Multiplayer-Dinge. Die haben einfach nur das Multiplayer gemacht, dass du spielen kannst und das war's und vorbei, ja. Guck mal, ich habe hier jetzt auch doppelte Spur gemacht, das habe ich korrigiert, hier das Ding habe ich auch korrigiert, dass man hier eine Weichstelle hat und irgendwann muss ich die Strecke hier auch noch zweispurig machen, weil das eine Hauptverkehrsstrecke ist. Die geht jetzt quasi hier hinten rum. Die ist jetzt hier auch doppelt. Das Holzlager habe ich hier drüben hingebaut. Das war ja da, wo jetzt die Spur gerade ist. Und ich baue jetzt dann die Spur irgendwann auch noch zweispurig hier rüber. Aber jetzt möchte ich erstmal wieder ein bisschen fahren und ja. Er steht im Bahnhof. Er dreht jetzt gerade noch seine Lok mit seiner Drehscheibe. Der macht es einfach gern. Der fährt hierher, lädt aus. Dreht die Lokomotive in der Drehscheibe und fährt dann hier wieder vor und wieder zurück und hängt an.
Sowas Ähnliches wollte ich hier jetzt aufbauen, weil es keinen Platz hatte. Aber es hat so wenig Platz, dass ich nicht mal Platz habe mit den Anhängern, um umzudrehen quasi hier und dran vorbeizufahren und auf der anderen Seite zu koppeln. Es hat zu wenig Platz. Kann man sich alles nicht ausdenken. Ich weiß gar nicht, warum ich gerade nicht so viel Speed drauf kriege. Eigentlich ist das ja eine Killer-Lokomotive hier. Ah, guck, da ist noch ein neuer Wagen dabei. Der ist noch drei Wunder. Der hat ein paar Wägen gekauft, aber der hat die Bremsen nicht aufgemacht. Das muss ich natürlich selber nachschauen. Wenn der natürlich ein Wagen komplett blockiert und über die Schiene geschliffen wird, dann ist das natürlich scheiße. Und ich stelle jetzt meine letzten zwei, da habe ich die Dinger aufgemacht auch. Um auf 1%, dann passt das für mich und schnell fort zur Lokomotive. Da müssen wir noch nach dem Zustand schauen, wegen Wasser und dem ganzen Zeug. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn Wägen, ja, zehn Wägen, top. Jetzt kommt mal richtig Holz rein, Leute. Jetzt knallt es im Schuppen. Jetzt machen wir noch eine Tour. Dass er das auch nochmal sieht mit der neuen Strecke. Und dann, denke ich mal, wird die Folge irgendwann auch mal zu Ende sein. Hoppla. Jetzt muss ich mir neue Bremspositionen bauen. Also jetzt haben wir ja praktisch hier für die ersten zwei Wegen Hammers, für die nächsten zwei Hammers, für die nächsten zwei Hammers. Aber dann sind ja nochmal vier Stück dazugekommen. Für die haben wir natürlich noch keine Positionen. Die werden wir jetzt anlegen, praktisch. Ich kann hier das Scheinwerfer hinter auch anmachen. Dass wir hinter Licht haben. Wir können hier praktisch innerein, also der Heizer, der arbeitet hier hinten quasi, wenn es zu der Zeit schon gab mit dem Holz, keine Ahnung. Und wahrscheinlich ist man schon immer zu zweit gefahren, schätze ich mal. Das meine ich mit einer größeren Lokomotive, da gibt man kurz Gas und dann ist man schon zu schnell. Muss man echt aufpassen. Das ist jetzt keine... Ich sag mal, das ist noch nicht Mittelklasse. Das ist noch nicht Mittelklasse, glaube ich. Und ich weiß es nicht so richtig. Vielleicht doch, aber... Ja, ich denke schon, die einen sind schon viel kleiner. Ich glaube, das sind mittlere. Und die große Lokomotive, die kommen erst noch. Hoffen wir, dass die Karre das überhaupt sieht, weil irgendwas mache ich hier wohl falsch, dass sie nicht richtig will. Ach, die Bremse. Alles klar. Okay, ja, es ist schon wieder 3:30 Uhr morgens, also ja, macht euch darüber keine Gedanken. So, dann hätten wir jetzt die nächste Ladestation erreicht. Natürlich, wir sind jetzt nicht ganz rangefahren, aber wir haben hier Spielraum von 2 Meter ungefähr. Immer. Aber das Signal sollte on point sein. Also Signal selber muss schon an der richtigen Stelle stehen. Dann müssen wir hier die Bäume auch wegmachen, sonst sehen wir nicht nach hinten. Ich glaube, die Bremse hatte ich gerade zu, oder? Dass der nicht richtig gezogen hat, ja klar. Okay, jetzt können wir uns dran orientieren. An dem Schild hier, dass das hier auf der Höhe ist. So. Hat es geklappt? Nicht ganz. Also wir müssen das hinter die Räder bauen. Praktisch. Ja, okay. Also hier wieder Station. Dass wir den richtigen Abstand haben, muss man das hier praktisch... das wird andersrum.
Den machen wir weg, der ist im Weg. Ah ja, wir müssen natürlich auch Menschenskinder, wir müssen natürlich auch aufladen, wenn wir schon. Oh, er hat gespeichert und den Server beendet, wie es aussieht. Ja, dann war es das jetzt doch ein bisschen früher schon wieder. Aber ihr habt gesehen, was wir noch gemacht haben. Und ja, wünsche euch dann wiederum noch einen schönen Tag. Lol.